Guten Morgen. Jetzt mache ich ein Video hier in der wundervollen Landschaft. Da ist ein See mit einer Insel. Und da ist so eine Insel mit einem See drumherum. Ja. Und da ist so ein Strand mit einem See, auf dem eine Insel ist. Also, heute will ich mal kurz ein Video machen. Ich muss euch sagen, ich habe ein Buch geschrieben und ich werde das höchstwahrscheinlich bei einem bestimmten Verlag veröffentlichen. Deshalb mache ich auch die Videos begleitend dazu. Und in dem Buch geht es darum, dass ein Ausländer abrechnet 51 Jahre Deutschland. Jetzt, jeder hat eine Schablone. Ja? Der eine hat so eine Schablone und denkt sich, naja, was will denn der Ausländer da sagen? Was der andere sagt sich, oh, interessant, mal hören, was der zu sagen hat. Und der Dritte, der sagt, ah, komm, hör doch auf, sei ruhig, geh schaffen. Und ja, und der Vierte sagt, ja, endlich mal einer, der die Klappe aufreißt. Ja. Also ganz kurz, ich wurde vorletztes Mal von meinem Lieblingsplatz vertrieben. Deshalb renne ich hier von Natur zu Natur und mache diese Videos. Und in meinem Video, in meinem Buch, Video, geht es darum, dass ich so ein bisschen die Gesellschaft kritisiere. Und versuche ein paar Sachen von meiner Sicht aus, wie ich sie erfahren habe, klarzustellen. Ja. Okay. Aber heute geht es um ein anderes Thema, was in dem Buch auch beschrieben wird. Nation, Heimat und Mensch. Zuallererst, ich bin ja Jahrzehnte im Kampfsportbereich tätig und ich habe viele Menschen gesehen. Für mich sind im Grunde alle Menschen gleich. Ich habe von Südamerika bis Asien, ganz Europa, alle Kinder bei mir gehabt, ja. Und mir war das egal, woher das Kind kommt. Ja. Das sind Kinder, was ganz Besonderes. Und deshalb ist in meinen Augen Rassismus sehr niedrig angesiedelt, was den Geisteszustand angeht, ja, oder den Bewusstseinszustand. Das will ich mal sagen. Dann behaupte ich, dass es keine dummen Menschen gibt. Ja. Es gibt vielleicht so Unterschiede, ja. Aber dumm gibt es kaum oder gar keine. Es gibt nur Wissende und Unwissende. Ja? Und ja, dann gibt es ja noch diese Intelligenz. Ja? Es gibt Leute, ja, aber man darf Intelligenz auch nicht mit dumm, weil das ist menschenabwertend. Ja? Aber es gibt wirklich intelligentere Menschen. Und, sage ich mal, etwas weniger intelligente Menschen. Aber die sind nicht dumm. Okay? Wenn es darauf ankommt, ist der Mensch Mensch. Und wenn du ein Problem hast und der die Hand reicht und dich aus dem Dreck zieht, da siehst du, was ein Mensch ist. Hat nichts mit Intelligenz zu tun. Ja? Es gibt Leute, die studieren und haha, weil die in guten Verhältnissen aufgewachsen sind. Ja? Und haben von zu Hause schon eine gute Bildung. Gute Etikette, dann gehen die zur Schule, dann Gymnasium studieren. Das heißt aber nicht, dass sie intelligent sind. Ja? Weil die haben eine Information, die sie abrufen können. Wenn sie aber außerhalb dieser Information sich bewegen müssen, dann bricht das System zusammen. Habe ich schon so oft gesehen. Da können die nicht mehr entscheiden. Ja? Aber ist auch okay. Jetzt ganz kurz. Heimat, Nationalität. Ich bin Albaner. Ich definiere mich als Albaner. Warum? Es ist besser, als sich Ausländer nennen zu lassen. Oder? Und ja, was soll ich sagen? Mein Vater, der kommt aus dem Kosovo. Und meine Mutter, die kommt aus Bosnien. Aber meine Mutter, ihr Vater, der ist aus Montenegro geflüchtet nach Bosnien.
Und ich habe so das Gefühl, dass mein Vater mutterseits auch irgendwie albanischstämmig war. Aber okay. Und als kleines Kind sind einfach mir persönlich Sachen passiert, wo ich immer wieder in die Richtung Albaner gedrängt worden bin. Weil ich bin in Deutschland geboren. Mein Vater wurde damals in die Türkei vertrieben. Wir wurden enteignet. Was bedeutet das? Wir hatten zwei Häuser, wir hatten Geschäfte und wir hatten Ländereien. Die mussten wir dann unterschreiben, dass wir das freiwillig, natürlich freiwillig, dem Staat damals übergeben. Weil damals das jugoslawische Regime die Augen zugedrückt hat, als die Serben uns als Türken deklariert haben, weil wir Moslems sind und raushaben wollten, damit sie unser Land sozusagen besiedeln können. Ja. Und das ist ein großes Problem. Die Vertreibung der Albaner, die geht ja schon über 200 Jahre. Das wissen viele gar nicht. Viele kennen den Kosovo-Krieg, Albaner, dies, jenes, da war ein Krieg. Nee, nee, das ging viel früher. Und in der Türkei leben, also es gibt Leute, die sagen 20, was ich persönlich glaube nicht, dass es 20 Millionen sind. Aber Minimum 5 Millionen Albaner, die dort leben, vertrieben. Minimum. Und die Türkei ist nicht rassistisch. Die hat uns aufgenommen. Ja. Die erlaubt uns, gut, die haben unsere Sprache nicht erlaubt. Was heißt nicht erlaubt, in der Schule gefördert, muss man auch sagen. Und die haben unseren Namen geändert. Also ich komme von der Familie Isnici. Ja, und mein Ur-Ur-Uropa war Bayraktar, ja, in Isnici. Ich weiß bis heute nicht genau, was ein Bayraktar ist. Die einen sagen Fahnenträger, die anderen sagen ein Stammesführer, die anderen sagen ein Schlichter. Er war ein Bayraktar, okay? Und wir kommen aus dem Ort Isnici und Baygore, irgendwie sowas. Hey, das sind meine Vorfahren. Und ich bin stolz drauf. Leider weiß ich von meiner Mutter nicht so viel, weil die meisten sind weggestorben. Die haben diese Informationen nicht mehr. Ja? Nur, dass sie halt noch nach Bosnien gewandert sind. Aber in Bosnien, komischerweise, waren sie dann auch immer die anderen. Also die nicht von da kommen. Ja? Interessant. Also das Problem mit die Andersartigen ist auf der ganzen Welt. Ja, und das sind meine Vorfahren und ich will einfach diese Tradition weiterpflegen. Ich kann nicht mal richtig Albanisch. Ich habe jetzt mich bemüht, ein paar Worte zu lernen und so, aber darum geht es jetzt vorerst mal gar nicht. Warum ist mir das überhaupt so wichtig? Weil ich will einen Clan haben. Ja, die Russen sagen, der Egregor. Finde ich richtig gut, der Gedanke. Wie kann man das auf Deutsch beschreiben? Interessengemeinschaft. Und glaub mir, meine Beschreibung ist echt beschissen, aber okay. Weil du musst ja zu irgendjemandem dazugehören. Spartakus hat einen riesen Aufstand gemacht mit allen möglichen Sklaven, ja? Warum? Weil sie frei sein wollten von den von einem römischen Joch. Warum? Sie wollten zu jemandem gehören. Sie haben ihre Wurzeln teilweise vergessen. Aber der Drang, das Feuer im Herzen. Ey, ich will frei sein, ich will zu jemand gehören. Das ist einfach da. Und deshalb pflege und hege ich dieses Erbe. Ja. Was soll ich sagen? Wo ich in Bosnien war, also als kleines Kind sind wir immer ich bin in Deutschland geboren, nach Bosnien, Kosovo und in die Türkei gefahren, ja, mit dem Auto. Mein Vater war jünger und da habe ich dann in Bosnien, juhu, voll geil. Kosovo, juhu, voll geil. Ja? Und Türkei, wow, Strand, Meer, Kind, wow, was gibt's Schöneres? Aber ich konnte mich nicht richtig definieren. Aber interessant war, als ich in Bosnien war und dann mal mit meinen Cousins gestritten habe, da haben die gesagt, ah, schau, das ist albanisches Blut. Weil ich so, so richtig sauer war. Ja? Und in der Türkei habe ich halt immer gemerkt, Türkei super, ja, super schön, wenn du als Urlauber hingehst. Aber ich habe immer gemerkt, du, das ist schon, aber irgendwie bist du anders. Ich weiß nicht wieso, Mann.
Ja, bis mein Vater mir dann irgendwann mal gesagt hat, ich habe durch Zufall auf der Straße in Deutschland eine kleine Fahne gefunden. Das glitzerte so an der Straße und ich laufe da als Kind, denke mir nichts dabei, sehe die Fahne, das glitzert so rot und was macht ein Kind? Wow, rennt dahin, hebt es auf und sieht da eine Fahne. Und welch Wunder, es war eine albanische Fahne. Ich habe die angeschaut, schwarzer Adler, wow, roter Hintergrund. Wow, ich habe die Fahne geliebt. Oh. Bin ich zu meinem Vater gerannt, ja, habe ihm gesagt: Hey, Papa, schau mal, was ich gefunden habe. Fahne. Der schaut sich die Fahne an und denkt sich: Wo hast du denn das gefunden? Sage ich: Auf der Straße. Und dann sagt er zum ersten Mal in meinem Leben zu mir: Oktay, weißt du, was das ist? Sage ich: Nö. Sagt er: Das ist die albanische Fahne. Das ist unsere Fahne. Wir sind Albaner. Seitdem er das gesagt hat, ich war klein, hat es bei mir gemacht und das hat mich nie wieder losgelassen. Ich habe die Fahne so aufgestellt zu Hause, bin jeden Tag dann vorbei, habe sie mir angeschaut, ah, oh, wie schön, und bin wieder weitergegangen. Ja. Als Kind kannst du das ja nicht richtig einordnen, aber du hast Gefühle. Ja. Weil was heißt Karma, Schicksal? Das ist die der Identität und die Handlung. Jede Handlung, die du vollführst, tut eine Konsequenz oder eine Reaktion früher oder später wiedergeben. Und was ist dein Karma? Deine Zellen, jede Zelle deines Körpers ist dein Karma. Da ist die Information meiner Vorfahren drinnen. Deiner Vorfahren, von allen. Ja? Und wir können oft nur nach einem bestimmten System funktionieren. Aber wir sind Menschen. Worauf ich hinaus will, ist, das Göttliche hat uns gegeben, dass wir mit unserem Bewusstsein über dieses Konstrukt hinauswachsen. Aber in die Richtung will ich noch nicht gehen, ja? Weil das wird dann zu spirituell und es wird dann wieder zeigen, dass wir Menschen alle gleich sind. Aber was ich meine, jede Zelle ist einfach irgendwie albanisch, aber irgendwo auch ein bisschen bosnisch. Auch ein bisschen vielleicht türkisch, aber es ist albanisch. Woran ich das gemerkt habe, ich war in Kosovo bei meinem Onkel, seine Tante hat mir so eine Spritzpistole gegeben. Und ich, wow, geil. Und habe ich bei meinem Onkel Luftgewehr gesehen. Ah, ich will das Gewehr haben. Ich will das Gewehr haben. Sagte mein Onkel, typischer Albaner, typisch. Ich war noch Kind, Mann, ein Kind. Ja, das Gewehr war so groß wie ich oder so. Aber ich wollte das Gewehr haben, Luftgewehr. Und ich habe Kinder, gequengelt, wie verrückt, haben die mir das Gewehr gegeben. Ja? Kinder halt. Ah, da habe ich Gewehr gehabt. Ja? Und dann, natürlich haben die mir keine Patronen gegeben. Das war ja Luftgewehr. Die Dinge da. Aber ich bin ja nicht blöd. Ich habe so Strohhalme getrocknet genommen. Hab vorne rein, habe es geladen. Puff, hat funktioniert. Aber ich muss es ausprobieren, ja. Hey, ich war ein Kind, sorry. Und dann läuft meine Cousine vorbei und ich schäme mich, Mann. Aber wie alt war ich da? Noch nicht mal 10. Und schieße voll ins Knie. Wow, funktioniert. Oh, war die sauer auf mich. Die hat mir, glaube ich, das bis heute nicht verzogen. Ja, ein Kind, ja. Und was soll ich machen? Ein Kind funktioniert oft nach Emotionen, ja, nach unterbewussten Programmen. Ein Kleinkind bis 4 Jahre, manche sagen bis 7, ich glaube 7 ist schon sehr, sehr alt, aber bis 4 Jahre ist ein Kind frei. Okay? Das sind alle gleich. Wir sind wirklich freie Wesen. Und dann bekommen wir Etikette, ja? Etikette, du bist ein Mann. Okay, ich bin ein Mann. Du bist von der Familie. Okay, ich bin von der Familie. Du bist Moslem. Okay, ich bin Moslem. Ja, du bist Albaner. Okay, ich bin Albaner. Du bist Arbeiter. Okay, ich bin Arbeiter. Am Schluss bist du ein Etikettmann und kein Mensch mehr. Ja. Aber heute bin ich ein bisschen gut drauf. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ja, das hat mich dann so geprägt. Und dann habe ich komischerweise immer mit Albanern zu tun gehabt. In der Firma, wo ich gearbeitet habe, von meinem Vater, waren 4 Albaner. Mein Vater,
Arbresh, ein Albaner, der nicht in die Türkei gegangen ist, aber der mein Vater aus Kosovo kennt, weil mein Vater war ja in ex-jugoslawische Armee noch. Also der hat voll Kosovo erlebt, der ist da aufgewachsen, ja. Der perfekt albanisch alles. Und die kennen sich, die waren sozusagen Nachbarn damals. Der eine ist in Türkei, der eine ist da geblieben. Wo treffen die sich? In Deutschland in derselben Firma. Und da war noch ein anderer Albaner. Und als ich gearbeitet habe, ich war so jung, ja, habe gearbeitet, da kam immer der Arbrecht zu mir und hat mich immer so angeschaut und wollte immer mit mir reden. Und hat immer gesagt, Kadal, Kadal. Ich habe das gar nicht verstanden, was der will. Aber ich fand ihn nett. Im Nachhinein habe ich verstanden. Ich war sein genetischer Fingerabdruck. Ja, er wusste, dass ich von Kosovo bin. Und der hat mich immer so angeschaut, ja. Und war immer freundlich. Ich habe das nicht so einordnen können, ja. Weil, was habe ich damals in meinem Kopf gehabt? Jetzt nicht die große Welt. Dann gab es einen anderen, der hieß Uka, ja. Ich laufe so, also ich bin immer so spazieren gegangen in der Firma, Kaffee getrunken, halbe Stunde spazieren, mit Leuten geredet. Und dann hat der Uka gesagt, komm mal her, weil der hat ja meinen Vater gekannt. Sage ich, ja. Sagt er, weißt du, wer du bist? Sage ich, ja, ich bin der Oktay. Sagt er, nein, nein, du weißt schon, dass du Albaner bist. Und habe ich ihm gesagt, ja, das weiß ich. Da sagte er zu mir, vergiss das nie. Damals war das anders, vor über 30 Jahren, Mann. Ja. Da waren noch nicht so viele Albaner wie heute da. Und ich musste da wie so einen Schwur ablegen. Vergiss das nie. Ja. Heute gibt es Albaner wie Sand am Meer und die meisten sind auch nicht mal mehr viel wert. Tut mir leid, ist einfach so. Ja, große Klappe, Patrioten, wenn es darauf ankommt, kann dir keiner 50 Euro leihen. Bist du nicht mal 50 Euro wert? Ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Und der andere Albaner, der hatte einen Sohn, der hieß Arment. Danach kommen noch Alfred, Ilir, die waren dann auch in der Firma, wir waren dann Kumpels, ja. Und ich und komisch, der Arment und ich, wir haben uns gestritten. Wir haben uns gemocht und gestritten gleichzeitig. Ich weiß nicht, gibt man mal so, egal ob du Albaner bist oder nicht, es gibt man mal Menschen, mit denen du irgendwie nicht so zusammenkommst. Und Armin und ich, wir haben uns gestritten, sind einmal mit Messer aufeinander los und da waren so zwei Bosnier und haben gesagt, schau dir mal die Albaner an. Typisch. Ja. Und dann kam mal der Vater und hat gesagt, schämt ihr euch nicht? Ihr seid Albaner. Der hat es so gesagt wie, schämt ihr euch nicht? Ihr seid was Besonderes. Ja, das sind so. Und du kommst in Fahrwasser, ob du willst oder nicht. Und nein, nein, erfährst du dann, in der Firma hat mein Vater von seinem Cousin die Schwester gearbeitet. Sabri hieß die. Und die Familie, die war verwandt mit Enver Hoxha. Hallo? What the hell? Woher soll ich das wissen, Mann? Also irgendwo bin ich mit ein paar Ecken mit Enver Hoxha verwandt. Also ich sehe nicht so aus wie er und war noch nie in Albanien. Ich kann nicht mal Albanien, aber interessant. Dann erfahre ich der und der und dann erfährst du die Familiengeschichte und denkst dir, boah, Alter, was ist denn hier los? Ja? Und das ist eben wichtig, dass man eine Identität hat, dass man zu jemandem dazugehört, zu einem Egregor, ja, wo die Menschen einem helfen. Weil alleine auf der Welt bist du verloren. Und ja, wenn du in einem Land bist, wo die Menschen von einem anderen Egregor sind, die werden dich nicht so leicht in das System reinlassen. Es gibt ein paar Alibi-Ausländer, die sagen, oh, Deutschland ist super und dies und jenes, ja, weil die es halt irgendwie doch geschafft haben, denken die, ja. Dann gibt es so einen Politiker bei den Grünen. Er redet so schwäbisch, Tscherkesse ist er, glaube ich, und macht hier einen auf Huhu. Dann denke ich mir, geh da in das Dorf, wo ich meine Schule hatte. Geh zu denen. Setz dich in die Kneipe zu denen am Stammtisch. Und da wirst du genau wissen, was du bist und was die von dir halten. Aber ist egal.
ist halt die Realität und dann die Lüge, die sie uns verkaufen. Bei mir geht es immer um zwei Sachen. Lüge, wir leben in der Lüge, meine persönliche Meinung. Die meisten Menschen haben aufgegeben, die trinken mehr Bierchen, rauchen, meckern und mosern. Aber die haben aufgegeben. Und dann gibt es noch die, die einen Traum haben. Ja. Ja, so lange wollte ich das Video jetzt auch nicht machen. Und alle Menschen sind wirklich gleich. Das Problem ist, wenn die anderen es anders sehen, kommst du mit deiner Gandhi-Nummer einfach nicht durch. Ich habe es 51 Jahre versucht. An jede verschissene Tankstelle schaut mich irgendwie so ein Typ an. Ja, sieht ja, dass ich nicht einheimisch bin. Und jedes Mal muss ich mich neu beweisen. Und die, die dich kennen, ja, die akzeptieren dich und sagen, hey, cool, der ist nett, der Okidoki-Toki von nebenan. Aber gehst du aus dem Dorf raus, wo die dich schon nicht mehr kennen, bist du wieder, heute bist du sogar Migrant. Wirst du nach 51 Jahren mit einem Afghanen oder einem Maghreb-Menschen in einem Kessel geworfen, ja? Du hast hier gearbeitet, Steuern, Sozialabgaben, alles, Sozialabgaben, dies, jenes. Bist nicht mal kriminell geworden und gehörst jetzt zu denen. Migrant. Hey Mann, ich habe einen deutschen Pass, selbst das zählt nicht. Aber egal. Und deshalb ist es wichtig, dass man eine Identität hat. In dieser 3D-Matrix, wie es manche spirituelle Menschen sagen. Aber wenn man es ganz genau nimmt, haben wir 60, 70, 80, lass es 90 Jahre sein. Aber danach fällt der Hammer und die Ewigkeit ist unendlich lang. Hey, die Ewigkeit ist unendlich lang. Und wir hängen uns an 60, 70, 80, 90 Jahre. Hallo? Wollt ihr mich verarschen, oder was? Wir sitzen alle im selben Boot. Und wir müssen anfangen, denke ich, so endlich mal den Mittelweg zu finden. Ja. Das war jetzt so mein kleines Video, warum das so wichtig ist. Und ja, ganz kurz noch auf das Albaner-Thema, damit ich es für heute abhake. Weil es ist für mich wichtig, für die Albaner, für die anderen, die es interessiert, ist okay, aber ansonsten interessiert es halt nicht jeden, ja. Dann kommt der nächste Mongole, der nächste Franzose und jeder hat seine Story, ja. Die Albaner sind ein uraltes Volk in Europa. Viele wissen das gar nicht. Die Albaner, die Illyrer und Pelasger, die haben Europa mit erschaffen. Hey, wenn ich das so sage, dann googelt nach, schaut einfach nach. Das Problem ist, wer schreibt Geschichte? In Griechenland, wo Otto, König Otto damals, glaube ich, was Griechenland proklamiert hat, ihr seid die Griechen, woho, ist er nach Athen geritten und wisst ihr, was die Leute geredet haben? Albanisch. Redet niemand drüber. Googelt mal Arvaniten. Ja, Charmen. Da werdet ihr sehen, steht Albanisch. In Griechenland darfst du aber nicht Albanisch reden. Du musst neu-griechisch reden. Die haben uns so gespalten, Mann. Die haben uns so vertrieben, aber wir stehen halt immer noch da. Mal ganz kurz, mir ist es scheißegal, wer welche Sprache spricht und woher der kommt. Das ist mir scheißegal. Aber man muss auch ein bisschen die Gerechtigkeit im Auge behalten und die Wahrheit sagen. Ja. Die antike Geschichte ist zum größten Teil auch unsere Geschichte. Ja. Also wenn du so einen Speerwerfer siehst und alle sagen immer, das sind die und die. Nee, nee, nee. Das sind ganz andere. Okay. Jetzt habe ich das Thema Albaner abgehakt. Was ich über die Albaner halte, obwohl ich selber einer bin. Es gibt so liebe und nette. Das ist jetzt an die Albaner gerichtet. Und es gibt so viele Schwätzer und Materialisten, die keine Ahnung von ihrer Geschichte haben, die einen auf Patriot machen. Aber wenn es darauf ankommt,
sind die so klein mit Hut. Untereinander, wenn dann der Chef kommt, Schaffe go, ja. Dann gehen die arbeiten. So, ja. Das ist die Realität. Und wenn du dann Hilfe brauchst, dann bist du nicht mal 2000 Euro wert. Aber das ist ein menschliches Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Meine illyrisch-pelasgischen Freunde und den anderen. Und jetzt habe ich das Thema mit den Albanern abgehakt. Weil in meinem Buch wird es kurz angeschnitten. Es geht um ganz andere, sehr wichtige Sachen. Ach, noch ein bisschen Natur. Natura pura. Dann mein vernachlässigten Dackel. Ja, Jackie, wir gehen jetzt gleich. Ja, und ich hab dich auch lieb.